Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zu Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv, nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen, aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank und nun viel Spaß mit der Runde. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Die Runde heißt Blood and Sand und wir sind in der 52. Folge. Heute mit dabei die Feramin als Samantha die Toreador. Hallo. Der Verion als Ronan der Tremere. Hey. Der Kako als Bruce der Gangrel. Nabend. Und als Gastspieler der Reg Jackson wieder mit dabei, als Tobias Van Horn, der Tremere. Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Ja, wir befinden uns immer noch in der Stadt ohne Namen, an der Grenze zu Mexiko im schönen Bundesstaat Texas in den USA. Und wir sind immer noch im Jahre 2019 unterwegs und so langsam spitzen sich die Ereignisse zu. In den letzten Folgen ging es heiß her und ja, wir haben mit Tobias halt einen, ja, einen neuen Verbündeten bekommen. In der letzten Folge hat Sam sich auch noch einen Verbündeten gesucht, um gegen Christopher Black vorzugehen, der ihre Freundin gefangen genommen hat, ja, irgendwie. Man weiß nicht genau, was er mit ihr macht, aber zumindest festgesetzt hat und unterschwellig Samantha gedroht hat. Und
Ja, Sam hat jetzt mal Nägel mit Köpfen gemacht und mit Hilfe von Tom Schwartz, dem gerade in der Stadt neu erschienenen Nosferatu, der auch ebenfalls nach Christopher Black sucht, und mit Hilfe eines anderen Nosferatus, der das nicht ganz freiwillig, aber na gut, die Bezahlung war gut. Also ich wollte gerade mal sagen, da sind noch für uns ein paar seiner untoten Träume in Erfüllung gegangen. Der kann sich nun wirklich nicht beschweren. Die Bezahlung war gut, ja. Ja, hat sie viel in Erfahrung gebracht. Wanze ist hochmotiviert gewesen, genau. Und ja, nun steht Sam davor, dem guten Christopher mal zu zeigen, wer hier wen erpressen will. Und einmal kurz mal richtig den Sheriff raushängen lassen. Die Machete ist schon gewetzt, habe ich mir sagen lassen. Ja, und Bruce hat mit seiner Sire gesprochen und hat sie für die Idee gewonnen, die Barriere, die in der Stadt ohne Namen halt um die Stadt existiert, zu Fall zu bringen und dafür halt, dass das Wesen, was unter der Stadt schläft, der vermutliche Vampir, den rauszulassen. Und hat es geschafft, sie auch irgendwie so dahingehend zu motivieren, dass sie die Anarchen, zu denen sie eine gute Verbindung hat, zu Hilfe rufen kann, will, soll. Und Ronan hat beim letzten Mal einige schlimme Dinge erfahren, nämlich, dass seine verstorbene Frau ein bisschen mit der Barriere zusammenhängt und dass auch sie nur freikommen kann, wenn die Entität unter der Stadt freikommt. Und zusammen mit Tobias ist er aus dem Bunkerkomplex erstmal geflohen, in Anführungsstrichen. Sagen wir mal zügig gegangen, weil gleichzeitig eben noch ein weiterer Vampir auf die Bildfläche getreten ist, nämlich der Sire von Ronan, mit dem er nicht ganz so gut zurechtkommt. Da Tobias und Ronan beide Tremere sind, die zu einem freiheitsliebenden Tremere-Zweig gehören, der nicht ganz so anerkannt ist unter Tremeren, um es mal ein bisschen euphemistisch auszudrücken. haben die beiden sich jetzt erstmal zurückgezogen und man hat sich dann gemeinsam im Club getroffen, sich nochmal besprochen und die Karten alle auf den Tisch gelegt. Und nun soll halt sowohl Maximilian, der Erschaffer von Ronan, als auch der Christopher Black, als auch der Widerstand der Tremere, die noch vor dem Durchlass in das, das Unter der Stadt, in das Dunkle, in den Abyss, der unter der Stadt lauert, hier wird von den Tremere noch blockiert. Da stehen ja heute einige Kämpfe an, würde ich mal sagen, oder Konfrontationen, wer weiß, vielleicht quatscht ihr euch auch aus der Sache raus. schauen wir mal. Wir hatten geschlossen beim letzten Mal, dass ihr alle übernachtet hattet im Club, alle gemeinsam. Und das heißt, wir starten einfach am folgenden Abend, wenn ihr alle wieder erwacht. Das heißt, jeder braucht auch einen Rouse-Test, um wieder zu erwachen und das Tier in sich dazu zu bringen, den untoten Körper wieder zu beleben. Bruce Success und Sam Success. Und der letzte war auch eine Success, sehr schön. Der Tobias hat leider keinen Charakterbogen, das heißt, der würfelt am Tisch. Ich denke mal, eine 7 und eine 9 reichen aus. Einmal eine 6 plus. Ja, dann reicht das, denke ich mal. Locker. Okay. Ja, hier wird gerade gefragt, wer Betty gerade bei sich hat. Bruce hat in der Tat Betty bei sich. Betty ist das Messer der Entität, die unter der Stadt liegt. Und quasi der Schlüssel
zum Versteck. Genau. Und ja, alle erwachen, sind nicht hungriger als gestern. Ja, ein Blick nach draußen zeigt schon wieder Geschäftigkeit im Club und wenn man durch die Fenster nach draußen schauen kann, ein ja, zugezogener, wolkiger Himmel und ja, leichter Nieselregen, der auf den Boden niedergeht. Bruce, wo ist eigentlich Anna? Vermutlich in der Wüste. Die kümmern sich um die Verstärkung. Wohnt sonst eigentlich noch jemand bei euch in diesem... Das sind nur die zwei Apartments, die direkt aneinander grenzen, oder? Das ist ein Vierer-Komplex. Vierer-Komplex. Weißt du, wer in den Wohnungen über euch wohnt? Nee, nicht über. Also das sind vier Bungalows quasi nebeneinander. Also da gibt es keine Stockwerke, sondern... Die sind so aneinander. Aber die anderen beiden sind leer. Das weiß Bruce. Nein, die sind unbewohnt. Gut. Könnte ein bisschen laut werden dort. Ich denke mal, das ist für die Nachbarn kein Problem. Gibt es da sonst noch Nachbarn, mit denen ihr Kontakt habt? Nein, gar nicht. Bin also es froh, gibt oder? Wahrscheinlich Nachbarn auf den anderen Straßenseiten und so, aber... Ich denke, das wird kein Problem sein. Gut. Du sagtest um Mitternacht? Mhm. Gut. Wie spät haben wir es gerade? Die Sonne ist früh untergegangen. Ich denke mal so 9. Gut. Ich... denke mal, wir haben noch Zeit. Ich werde erstmal schauen, wo Anna gerade ist und ob die Anarchen dabei sind. Ich stehe auch auf und reck mich richtig. Ich komme dann später dazu. Ich muss dir ja nicht sagen, wo. Ich weiß. Gut. Dann bis später. Bis später. Ja, ziehe mich dann einmal komplett an und ja, werde dann nach draußen gehen zu unserem Treffpunkt, den wir ausgemacht haben. Mhm. Ja, da können wir gleich nochmal hinschalten. Wir können nochmal, wenn da Gesprächsbedarf ist, bei Ronan, Tobias und Sam auch nochmal, können wir noch was im Club bleiben. Was sei denn, ihr sagt es alles jetzt. Sam würde anfangen zu packen. Also ich würde die Machete und die Knarre sich bereitlegen zu mitnehmen und würde noch anfangen, eine andere Tasche zu packen. Was kommt da rein? Der Inhalt aus dieser einen Vase, die Asche würde in irgendeine Dose umgefüllt werden und zugeschraubt. In der Tasche dann noch ein, zwei Bücher, eine Jacke, so Kleinkram im Prinzip. Also alles irgendwie so ein Rucksack, den man schnell schnappen kann. Mhm. Ja, dann sehen Ronan und Tobias Sam beim Packen. Ja, also Ronan überprüft halt seine Sachen, die er halt noch dabei hat. In der einen Asche kommt halt ein Flock zum Vorschein in seiner Manteltasche. Überprüf nochmal das Magazin so von der schweren Pistole. Also Routinehandgriffe. Tobias steht da eigentlich relativ entspannt, schaut dann Samantha beim Packen zu, dann auch mal zu Ronan rüber, wie er so seine Sachen überprüft. Er steht da eher so mit Händen in den Taschen und ja, lehnt sich dann noch halt so ein Stück zu Ronan rüber. Wie sieht's aus?
Was ist denn das erste Ziel dann diese Nacht? Ich meine, ich bin ja noch relativ neu hier und geht es jetzt direkt zu unseren werten Freunden unter der Stadt oder gibt es hier noch persönliches Business zu erledigen? Ich habe noch eine Freundin, um die ich mich kümmern muss. Ah, verstehe. Wichtig, sich um Freunde zu kümmern dieser Tage. Weil wenn sie so einen Drecksack geschnappt hat und sie mit der ganzen Scheiße hier eigentlich nichts zu tun hat. Wolltest du deswegen mal ein schnelles Auto? Was die Sache natürlich umso unangenehmer macht. Von was für einer Art Drecksack reden wir hier? Einer von uns. Ah. Und sie ist ein Mensch. Okay. Und er hat auch noch die Frechheit, hier anzurufen und zu fragen, ob er das Ganze für eine Party mieten kann. Ah, ich sehe eine der dreisten Sorte. Egozentrik ist sehr verbreitet. Ja, bei den unseren nicht so knapp mitunter. Aber welche Clan gehört er an? Müsste mal Kavianer sein, glaube ich. Na, auch das noch. Der gehört auch irgendwie zu diesem Typen, wenn ich das richtig verstanden habe. Zu diesem Typen im Sinne von dieser Typ, der... Ja. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Aber ja, Ronan, deshalb habe ich nach einem Auto gefragt. Weil wenn ich Sandra da rausbekomme, dann möchte ich, dass sie diese Stadt hier verlässt, bevor irgendwie... Ach, keine Ahnung, was uns genau passieren wird. Kurze Zwischenfrage. Danach bin ich auch ruhig. Dieser Typ, der ihre Freundin entführt hat, hört nicht zufällig auf den Namen Christopher Black. Sie kennen ihn? Kennen ist vielleicht übertrieben, aber wir hatten bereits miteinander zu tun. Haben nur zusammen aus dem Blutbecher getrunken. Psst. Jugendsünden zählen nicht. Sagen wir, seit unserer, beziehungsweise während unserer letzten Begegnung hat er sich nicht unbedingt zu seinem Vorteil entwickelt. Also sind Sie hoffentlich nicht durch freundschaftliche Bande verbunden? Es war, glaube ich, eher eine Art Zweckgemeinschaft. Okay, ich habe vor, ihm den Arsch aufzureißen. Vor allem, wenn er meiner Freundin etwas getan hat, werde ich ihm den Arsch aufreißen von hier bis Sacramento. Haben Sie damit ein Problem? Weil dann sagen Sie es besser gleich. Definitiv nicht, denn was aus ihm geworden ist, kann man kaum mehr als menschlich bezeichnen, wobei das bei uns eins sowieso ein euphemistischer Ausdruck ist. Ein Kerl ist mehr Monster als alles andere. Und ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, rechnen wir mit dem Schlimmsten. Also, ja. Willst du das alleine machen oder? Weil ich denke, ein bisschen brauchen die Anarchen, bis sie genug motiviert sind. Ich bin so oder so nicht allein bei der Sache. Also ich denke mal nicht, dass es noch auf zwei mehr ankommt. Wen hast du denn ins Vertrauen gezogen? Zählt man so diesen, den Fingern ab, wie viel Kaniten er kennt. Diesen Neuankömmling. Der neulich da war. Der Nosferatu. Genau. Er hat gemeint, er sucht ihn. Also. Swartz oder so, ne? Genau, der. Gibt es hier einen Witz, der mir bekannt sein sollte? Es ist nun mal wieder die Ironie, die das Leben spielt.
Es ist ja fast so, als wäre die alte Bande wieder zusammen. Fehlt nur noch ein unfassbar gut aussehender Sänger. Naja, sagen wir, Mr. Swartz hatte ebenfalls in dieser Jahre zurückliegenden Angelegenheit mit Christopher Black und meiner Wenigkeit zu tun. Interessant. In dieser Stadt wird echt alles angeschwemmt. Mhm. Und zum dritten Mal steckt sich Ron die Zigarette in den Mund. Mach sie an, es ist jetzt auch scheißegal. Guckt mal nach oben, ob da der Alarm oder der Rauchmelder ist. Das sind gleich wie begossene Pudel dastehen. Oh. Tja. Als würde sich die Lunge blähen. Ja, also von daher, ich gehe da eh nicht alleine hin. Mehr Leute können wahrscheinlich auch nicht schaden. Ja, dann wird er vermutlich überrascht sein, zwei alte Kumpel wieder zu sehen. Heißer, die Freude ist unfassbar groß. Ja. Ich meine, ihr könnt ja aufpassen, dass er nicht irgendwie durchs Fenster abhaut. Weil eigentlich weiß er ja nur von mir. Erstmal. Wichtig ist, der Frau sollte nach Möglichkeit nichts passieren. Bei Ronan weiß ich, dass ich mich darauf verlassen kann. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich habe bislang meistens zumindest versucht, Kollateralschäden zu vermeiden. Es wäre mir sehr dran gelegen, wenn Sie das wieder schaffen würden. Ich werde also mein Möglichstes versuchen, um Ihrer Freundin kein Haar zu krümmen. Da ich ohnehin nicht ganz freiwillig in dieser Situation hier bin, ist es mir auch durchaus daran gelegen, hier nicht mehr Schaden anzurichten, als zwingend notwendig ist, oder mir mehr Feinde zu machen, als ich ohnehin schon habe. Tja. Den ganzen Clan und so. Ne? Irgendwann muss auch mal gut sein. Ja. Viel Feind, viel Ehr. Ne? Und ich glaube, das ist bestimmt ein Sprichwort, was wir Iren erfunden haben. Ich bin mir ganz sicher. Nun ja, ihr wisst, dass Veronica euch sucht, ne? Und dass ich euch eigentlich ausliefern sollte. Wow. Nur, dass wir das einmal offiziell geklärt hätten. Zur Kenntnis genommen, euer Ehren. Ich fühle mich sehr ausgeliefert. Klopft mal von seiner Seite, wo zwei Handschellen hängen. Und schmunzelt kurz. Also ich bin um 12 mit ihm verabredet. Natürlich Mitternacht. Alles passiert um Mitternacht. Bist du nicht umsonst Klischees. Noch trage ich kein Cape. Noch nicht. Könnte Ihnen aber gut stehen. Wenn, dann in grün mit dem Kleeblatt drauf. Sie gefallen mir. Grünes Kleeblatt auf grünem Grund. Nun. Gut, dann tja. Gehen wir die Falle auslösen. Klingt doch vernünftig. Gut, dann setzt ihr euch in ein Auto oder wie fahrt ihr hin? Zu Fuß? Naja, der Dodge sollte vor Ort sein, wenn das quasi das Fluchtfahrzeug für Sandra sein soll, also. Okay. Ja, dieses uralte, klapprige Ding, wo auf dem Tacho allerdings steht 260.
Okay. Wir schwenken kurz rüber zu Bruce, der an so diesem kleinen Güterbahnhof in der Wüste auf Anna wartet. Kurz vor der Barriere. Der ist wahrscheinlich schon Ewigkeiten nicht mehr angefahren worden oder so. Ein runtergekommenes altes Rangiergebäude. Ja, und du siehst aber, als du dann da ankommst, frische Spuren im Sand. Da ist gerade relativ frisch ein Wagen hingefahren, und als du so ein bisschen um das Gebäude herumläufst, siehst du auch einen so einen Mietwagen. So Aufdruck, dass es halt von so einer Mietwagenfirma ist. Mhm. Okay. Kann ich irgendwas ausmachen, wer in dem Wagen noch sich befindet? Der Wagen ist leer. Okay. Ja, ich schaue mir mal in der Gegend um, ob ich irgendwen höre, ob ich irgendwen wahrnehmen kann, der da ist. Dein inneres Tier nimmt durchaus vampirische Präsenz wahr. Mhm. Ja, ich zeige mich dann auch offen. Dann Anna. Schau mich so links und rechts mal um. Dann würde ich ansonsten, wenn sich keiner meldet, würde ich mal um den Wagen herum gucken, wenn es ja noch in der Wüste ist, so, oder da mit dem Staub auf dem Boden ist, dann wird es ja wahrscheinlich auch noch Spuren geben, die vom Wagen wegführen. Ja, die Spuren führen tatsächlich Spuren vom Wagen weg. Einmal so zum Kofferraum hin und dann vom Kofferraum Richtung Gebäude. Ja, dann würde ich mal in das Gebäude gehen. Oder zum Gebäude erstmal. Ja, so jetzt irgendwie so zugenagelte Fenster. Dann auffällig aber, dass die eigentlich auch zugenagelte Fronttür irgendwie auf ist. Also du warst schon mal ein paar Mal hier, da war das immer zugemacht. Das hat wohl irgendjemand aufgemacht gerade. Und die Tür ist halt so halb offen. Du blickst in das Dunkel des Inneren. Mhm. Ja, ich gehe direkt darauf zu und schlag die auf. Ja, quietscht da fürchterlich laut, wenn du die ganz über den Boden schabend aufziehst. Bisschen von dem, ja, und nicht, das, der Mond ist ja meistens hinter den Wolken verdeckt, weil es ja so bewölkt und regnerisch ist. Das heißt, viel Licht fällt jetzt hier auch nicht ins Innere. Mhm. Aber du nimmst in der Witterung als Gangrel auf jeden Fall nimmst Plastik wahr. Okay. Ja, dann würde ich jetzt erstmal, wenn niemand direkt auf mein Eintreten reagiert, würde ich erstmal so ein paar Schritte reinmachen. Dabei wieder auf mein Gehör achten vor allen Dingen. Mal gucken. Und ja, wieder ein paar Schritte reingehen, mich erstmal umschauen. Ja, relativ nah an der Tür liegt an so einem leeren Regal, das so Regalblätter so schief in den Scharnieren hängen und teilweise zerbrochen sind. Liegt so ein bisschen angelehnt daran, wie ein bisschen sorglos dahin geschmissen, ein großer Plastiksack. Okay. Was da drin? Wenn du dran gehst und es ist halt total verschnürt. Also Plastiksack, wenn du irgendwie das aufmachst, da ist so ein Reißverschluss dran, ist das wiederum eingepackt in Plastikfolie diesmal und dann ganz viel Tape drum gewickelt. Okay. Ja, ich gehe mal davon aus, ich als alter Wanderer und Survival-Experte werde so einen kleinen Schweizer Taschenmesser dabei haben. Immer vorsichtig die aufschneiden, gucken, was da drin ist. Kann man das schon erahnen? Also schneidest dann kurz in dieses Tape rein und hast dann so einen weichen Widerstand und siehst dann Haut unter dem. Aber es kommt kein Blut hervor. Okay, ich mach's mal komplett weg. Also komplett auf. Ich würde da mal gucken. Ja, es wird eine Weile dauern, bis du mit dem kleinen Messer irgendwie dieses stark
Und dann irgendwann hörst du so ein leichtes Schnaufen hinter dir, so leicht, also ein tiefes Ein- und Ausatmen. Hinter mir? Ja. Okay, das ist jetzt alles etwas merkwürdig hier. Ich drehe mich mal um. Ja, im Halbschatten zwischen dir und der Tür steht halt eine mit Kapuze bewehrte Gestalt. Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Atmet auffällig tief. Ich halte kurz inne mit dem Weiterschneiden. Steh dann auf. Was soll das alles hier? Lass ihn eingepackt. Kenne ich die Stimme? Es ist Malcolm. Okay. Wie du möchtest. Dann klipp ich das Messer wieder ein, lass es da so weit liegen. Was führt dich hierher um diese Zeit? Ich warte hier auf Anna. Wir wollten uns hier treffen. Dich und Anna hierhin um diese Zeit. Wir wollten uns treffen. Muss ich dir jetzt jede Information aus der Nase ziehen? Mit den Anarchen. Macht so eine Geste. Anna hatte hier was zu erledigen. Ich wollte wissen, ob das Erfolg hatte. Das heißt, in den nächsten paar Minuten schlagen hier ein paar Anarchen und deine Freundin auf. Das ist richtig. Tiefes Grummeln und du siehst halt so, wie er sich immer diese unter dem, also man sieht so die untere Partie des Gesichtes, wie er sich so über die Lippen leckt. Gibt's ein Problem? Es war so nicht geplant. Hätte ich das gewusst, hätten wir uns irgendwo anders getroffen. Mir war es eigentlich egal. Aber der Ort hier passt sehr gut. Kannst du dafür sorgen, dass keiner hier reinkommt? Und dass ihr euch schnell wieder verzieht? Ungefähr. Wann kommen die alle? Wir hatten ja eine Uhrzeit ausgemacht. Ich will mal auf die Uhr gucken. Ja, es ist irgendwie eine Viertelstunde. 15 Minuten. Wenn sie pünktlich sind. Vielleicht 20. Der Zug kommt auch in 15 Minuten. Ich glaube, so lange kriegt das noch hin. Wenn, welche arme Seele das auch immer hier ist. Ja, mit dem Zug das Ding, diese Stadt hier verlässt, dann soll das passen. 5 Minuten kriege ich hin. Du musst es nur, ohne dass es jemand mitbekommt, in den Zug schlafen. Ich glaube, das ist kein Problem. Ich will noch einfach da hinten warten. Ich glaube mal so hinter diese Ecke da, wo ich vorhin ja hergekommen bin. Ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Wobei ich nicht für die Anarchen sprechen kann. Ich kenne die nicht alle. Es ist zu riskant. Dann hast du ein Problem. Ja. Ich gucke auf meine Uhr. Ich habe jetzt noch 14 Minuten Zeit. Wenn ich in den 14 Minuten irgendwas für dich tun kann, dann sag Bescheid. Wenn nicht, dann würde ich draußen warten. Warte draußen. Gut. Und lass keinen hier rein. Das ist gut. Ich würde dann, also ich stelle mir das gerade richtig vor, der steht so hinter der Eingangstür, wo ich gerade rein bin. Ja. Der dann, rundet dich jetzt halt in so einem guten Abstand und läuft dann zu dem Sack hin. Siehst halt auch das auf den Rücken geschnallte Schwert. Also den, man sieht, du hast ihn selten in Kampfmontur gesehen. Man sieht auch deutlich jetzt, wenn du ein bisschen näher kommst, dass er irgendwie ja auch so verstärkte Unterarmsachen hat und so Handschuhe trägt. Schwere Stiefel, also so Springerstiefel. Ich schaue ihm nicht mal wirklich an. Also ich trete so einen Schritt nach vorne, dann spreche ich mir nach hinten. Geht's dir gut? Nein.
Aber du passt auf sie auf. Auf? Jelly. Sie hat ein paar Dinge getan. Das war leider abzusehen. Sie hat nicht überlegt. Weiß momentan nicht, wo sie ist, und das ist auch besser so. Vielleicht ist es besser, wenn keiner von uns weiß, wo sie ist. Ich muss jetzt erstmal das da loswerden. Gut. Und das war nicht so geplant. Ich verstehe. Gut. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg dabei. Er tritt so zu dem, während du rausgehst, tritt er halt zu dem Sack ran, zieht den so hoch. Mhm. Sodass quasi die Leiche oder was auch immer es ist, halt genau vor ihm ist, und er ist halt so, schaut dann so über die Schulter in deine Richtung. Wartet, bis du draußen bist. Mhm. Ja, ich gehe raus, schließe die Tür hinter mir. Ich weiß nicht, wenn da irgendein Riegel ist, aber ich schiebe es ein bisschen vor. Das sind diese Bretter, die wurden einfach durchgeschnitten oder wie auch immer. Mhm. Dann schiebe ich das einfach nur zu und guck mal, ob da irgendwie so ein Stein oder sowas vor ist. Holzblock. Schiebe ich den davor so als Keil. Mhm. Ja, dann werde ich so 10 Meter irgendwo anders warten. Wenn da irgendein Stein ist oder so, dann warte ich davor. Ja. Wartest du 5 Minuten, dann irgendwann hörst du so ein Rumpeln aus dem Schuppen. Und einen markerschütternden Schrei. Der kam nicht von Malcolm? Schwer zu identifizieren. Er ist halt sehr hoch gewesen. Mhm. Ja, es wird. Ich werde doch ganz kurz so zusammenzucken bei dem plötzlichen Schrei und dann. Malcolm tut, was er tun muss. Dann, warte ich da weiter. Ich schaue mal so grob in die Richtung, wo ich die, also ich schaue mal so nach links und rechts und gucke mich um. Du siehst tatsächlich dann auch irgendwo am Horizont, dass ein Zug ankommt, der dann auch tatsächlich da stehen bleibt, also der sonst eigentlich würde der durchfahren, aber der bleibt stehen, wartet so 5 Minuten und fährt dann weiter. Ja, ich, klopf so einmal wie mein Kopf so auf Holz gemäßig und dann, ich wünsche dir viel Glück, Malcolm, bei was auch immer du machst. Dann denke ich mal, dass dann eine Viertelstunde rum ist und dann gucke ich mich mal um, wo einer vielleicht wartet. Kommt dann irgendwann, sieht man schon, dass so eine Traube von Leuten durch die Wüste gestapft kommt. Ja, insgesamt 5 Leute. Mhm. Ja, währenddessen hat sich Bruce wahrscheinlich irgendetwas geholt, mit dem er so ein bisschen rumspielen kann, während er wartet. Er ist ja auch immer noch sehr nervös, hat dann irgendwie so einen Stein gerade in der Hand und wirft ihn mal hoch, fängt ihn wieder. Und wenn er die dann sieht, wirft ihn noch einmal hoch, fängt den so tsk, und steht auch auf und kommt ihm entgegen. Ich sehe, du warst erfolgreich. Ja. Gut, ich wende mich auch noch zu anderen. Ihr wisst soweit Bescheid alle, was es hier geht. Ja, Adam nickt. Die anderen auch. Also das, der Gangrel mit dem Spinnenaussehen ist wieder mit dabei. Ja. Dann der mit dem Collarhemd, der diesmal halt auch so ein Radrapier oder sowas umgeschnallt hat, am Gürtel hat. Der jetzt irgendwie auffällig schnüffelnd den Kopf hebt. Mhm. Und dann so an Adams Seite irgendwie rupft. Er ist hier. Adam ruckt so rum. Wer? Ich schaue dann zu dem hier an, der den wahrgenommen hat. Das ist richtig. Gleich ist er auch wieder weg, wenn wir von der gleichen Person sprechen. Aber das ist eigentlich nicht Thema heute.
Was hat der mir damit zu schaffen? Damit gar nichts. Gut. Wir haben heute was anderes vor. Ja, ein paar Tremere in den Hintern versohlen. Das auf jeden Fall. Ein paar. Also, schon so eine. Auf jeden Fall dabei sein wird Veronica, dieser andere Kerl, von dem ich den Namen nicht kenne, ist auch unwichtig. Und, was ich vorhin noch erfahren habe, sie haben wohl auch Verstärkung erhalten. Irgendein älterer Trimmer von außerhalb, von dem Kaku jetzt gerade den Namen vergessen hat. Maximilian. Maximilian. Ein gewisser Maximilian. Ich weiß nicht so richtig, was er mit ihr zu schaffen hat, aber ja. Er ist wohl älter als der, als Ronan zum Beispiel oder dieser andere unwichtige Typ. Das Problem wird dabei sein, ich habe keine Ahnung, wie es mit diesem Gargoyle aussieht. Ja, der Typ im Kolarhemd zieht so seinen weiten Mantel, den er über dem Kolarhemd hat, so irgendwie so zur Seite und du siehst so ganz viele kleine Röhrchen, die der sich so ins Innenfutter gesteckt hat. Zieht so eins raus, schnippst dir das rüber. Ich fang's. Vorsicht. Ich schau mal drauf. Eine Flüssigkeit, so eine grüne Flüssigkeit drin. Das ist Anti-Gargoyle-Flüssigkeit. Leg den Stein mal dahin, den du hochgeschnipst hast. Mhm. Dann lasse ich. Also, jetzt kippt die Flüssigkeit drüber. Ich kipp so ein bisschen der Flüssigkeit drüber. Also ein Tropfen und du siehst halt das, wie die sich durch den Stein frisst. Mhm. Nett. Du grinst fies. Sehr gut. Folgendermaßen. Wir warten bis kurz nach Mitternacht. Da sollte noch die Rest der von mir noch dazu geholten Verstärkung kommen. Wir treffen uns ungefähr eine Meile vor diesem Bunker, der Straße entlang. Ihr wisst, wo das ist. Wir werden uns wohl zuerst um die Tremere kümmern müssen. Bei der Gelegenheit kannst du ja auch mal dich mit deiner alten Freundin austauschen. Schau zu Anna. Und dann werden wir das befreien, was wohl unter der Stadt hier ist. Denn glücklicherweise, ich greife dann so in meine Jackentasche, haben wir den Schlüssel, um es hier rauszulassen. Klopf dann so davor und hol dann ja dieses noch eingeklappte Messer aus. Wenn du in deine Jackentasche reingreifst, in diese Innentasche, da, merkst du, dass da zwei Sachen drin sind. Eigentlich wäre das nur das Messer drin. Mhm. Aber da ist noch was Zweites drin. Okay. Was du da nicht reingetan hast. Ich greife erstmal nur nach dem Messer. Ja. Das andere lasse ich erstmal drin. Dann hole ich dir den Schlüssel hervor. Es hat wohl irgendwas mit diesem Vampir, der unter der Stadt hier ist, zu tun. Wahrscheinlich hat es immer gehört. Der Plan ist relativ simpel. Wir gehen da rein. Ich weiß nicht, warte schon mal diesen Bunkerkomplex. Ansonsten kann ich das einmal ganz kurz erklären. Geht am Wir Anfang waren da alle rein. Schon mal, glaube ich. Dann wisst ihr ja Bescheid. Sie befinden sich ja nicht direkt vor dem Schott. Da, wo der Ebbe schon langsam durchsuppt. Und diese merkwürdigen Experimente. Das Schott, was man nicht aufkriegt? Ist mittlerweile offen steht. Teilweise. Hm. Ja, das war Scarlett. Aber gut, ich denke mal, sie werden davor warten. Ich habe jetzt nicht Adam zieht so beide Augenbrauen hoch. Die Kleine mit den Büchern? Ja, tatsächlich. Respekt. Wo ist sie? Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hat sie mir das anvertraut, diesen Bunker zu knacken. Keine Ahnung, wo sie gerade ist. Aber ich denke mal, das hat seinen Sinn.
Okay. Anna meinte, wir vertrauen dir, Bruce. Dann ist gut. Solange wir frei sein können. Ja. Heute Nacht werden wir endlich nicht mehr eingesperrt sein. Haufen Raubtier in einem Käfig. Heute Nacht können wir zum ersten Mal wirklich Freiheit schmecken. Und nach draußen gehen aus dieser Scheißkuppel. Anna reckt so macht den Hals so lang, reckt den in die Luft. In dem Moment so reißt die Wolkendecke ein bisschen auf, der Mond kommt raus und sie fängt an zu heulen wie so ein Wolf. Der Spinnentyp macht mit. Ja. Bruce wird da einstimmen. Wenn dann auch tief halt heulen wirklich, dass das so richtig die Nacht quasi unterbricht, diese Stille, die eigentlich herrscht in der Wüste, und dann los, meint Adam. Gut, wie gesagt, kurz nach Mitternacht. Wir haben vorher noch was zu erledigen. Bereitet euch soweit noch vor, wenn ihr noch Waffen habt, dann holt euch die. Ich weiß nicht, wie viele es schlussendlich sein werden, wie viele Probleme wir mit dem Gargoyle haben werden. Überlass ihn mir, meint der Polartyp. Dann ist ja gut. Gut. Wir treffen uns später. Und dann wende ich mich noch einmal kurz Anna zu. Mach sie ja so ganz kurz an der Schulter und dann würde ich so meine Stirn an ihre Stirn legen. Ab heute Nacht werden wir beide endlich frei sein. Für immer. Für immer. Und dann würde ich losgehen. Da ist immer noch was zu erlegen. Schaust du nach, was in der Tasche ist? Ich würde erstmal ein paar Schritte gehen, das befindet sich ja auch eher so am Rande der Stadt, auch in der Wüste. Und dann würde ich irgendwann schauen, ja, halt, also wenn ich auf jeden Fall sicher bin, dass keiner von denen hinter mir ist, würde ich da mal reinschauen. Das ist ein Manschettenknopf in Gold. Mir kommt dir bekannt vor. Ah. Okay. Das ist Iseas Manschettenknopf. Also einer von Iseas Manschettenknöpfen. Mhm. Irgendwo schade, dass es so enden musste. Und dann schiebe ich den wieder in meine Manteltasche. Und dann geht's los. Ja. Währenddessen sitzen Ronan, Sam und Tobias im Fluchtwagen und nähern sich dem Bungalow-Komplex. Das Viertel besteht halt irgendwie quasi aus diesen Bungalow-Komplexen. Da sind halt mehrere von diesen Vierer-Bungalow-Dingern, die halt so Blöcke bilden. Da kann man halt so mit dem Auto durchfahren. Ich denke mal, ihr wollt nicht direkt vor der Tür parken, sondern irgendwie ein bisschen Abstand. Ja, irgendwo so um die Ecke. Also, dass das Auto nicht zu weit weg ist. Das ist ein Mensch, der sprintet relativ schnell erreichen kann, aber auch nicht direkt vor der Tür. Dann würde ich mich mal umgucken, ob ich Tom irgendwo sehen kann. Momentan siehst du den nirgendwo. Es sei denn, du müsstest jetzt irgendwie groß auspacken, nochmal alles scannen. Dann würfel mal kurz mit Awareness und Witz. Machen wir das doch mal. Das ist sowieso überhaupt kein Fehler. The Beast. Aber naja, ist dann nur. Gott sei Dank hast du die 8 und die 9 dabei. Dann siehst du irgendwo eine Gestalt, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite von dem Bungalow-Komplex, wo ihr hin wollt, auf dem Dach sitzt. Tom oder Wanze? Erstmal nur siehst du erstmal nur eine Gestalt mit den zwei Erfolgen. Ja, gut, dann. Würde ich noch kurz im Auto stehen bleiben, falls irgendwer noch was
Falls noch irgendwo ein verdunkelter Beobachter ist, der vielleicht irgendwas sagen möchte oder einen ansprechen möchte. Und würde mich an Tobias und Ronan wenden. Wie haltet ihr den Hinterausgang und die Fenster im Blick? Dann gehe ich jetzt mal zu dieser tollen Party. Irgendwelche Dinge, die ich bei ihm besonders beachten sollte? Es ist mit so ziemlich allem zu rechnen. Man weiß bei ihm nie, woran er ist und was er als nächstes für skurrile Aktion macht. Und zumindest als ich das letzte Mal vor 40 Jahren mit ihm zu tun hatte, hat er dazu geneigt, gewisse kannibalistische Tendenzen auszuleben. Könnte also ziemlich übel da drin aussehen. Okay. Hoffen wir mal nicht. Wünscht mir Glück. Um das nochmal mit dem Hinterausgang nochmal irgendwie zu verdeutlichen, wie gesagt, das sind ja ein großes Haus in vier Stücke geteilt. Ein Eckstück hat Bruce mit Anna, ein Eckstück genau daneben hat Sams Freundin. Die beiden anderen sind quasi leer. Das heißt, so einen richtigen Hinterausgang gibt es quasi nicht. Es gibt eine Seite mit einer Tür und zwei Fenstern. Auf der anderen Seite sind halt zwei Fenster. Fenster dann. Ja. Nur um das nochmal deutlich zu machen. Ja, also einfach eben, dass niemand hintenrum abhauen kann, sagen wir es mal so. Falls irgendwas schief läuft, ein Signal ausmachen. Ich glaube, du wirst mich dann schon brüllen hören. Ich glaube nicht, dass die Fenster hier so furchtbar dicht sind, dass man das nicht hören wird auf der Rückseite vom Gebäude. Yippie. Ach ja, falls ihr für den Fall, dass sie ihn irgendwie aus dem Konzept bringen müssen, sagen sie Gummibaum. Das könnte ihn verwirren. Das könnte ihn auch wütend machen. Man weiß es nicht so genau. Aber es dürfte ihn in jedem Fall aus dem Konzept bringen. Gummibaum. Fragen Sie nicht. Und das heißt, Ihren sind verrückt. Aha. Gut, ich danke schön. Ich merke es mir. Ja, würde ich nochmal gucken, ob die Knarre da sitzt, wo sie hingehört, und mich mal langsam auf den Weg zur Türe machen. Ja, die vermummte Gestalt von dem Dach klettert irgendwie, weil du achtest wahrscheinlich dann auch auf die irgendwann runter und kommt dir entgegen. Und euch dann auch dementsprechend entgegen und ja, es ist in der Tat Tom. Sheriff. Mr. Schwartz. Schaut dann so zu Tobias. Was machst du denn hier? Leiche könnte ich dich auch fragen. Alter Freund. Ich suche Christopher. Und wie es aussieht, habe ich ihn gefunden. Tja, ich habe es eher zufälligerweise meinen werten Clans Brüdern und Schwestern zu verdanken, dass ich hier bin. Ein interessanter Zufall. Es gibt keine Zufälle. Man kann ja hoffen. Gut, dich dabei zu wissen. Es ist lang her, nicht wahr? Mhm. Naja, wir haben keine Zeit für eine lange Erklärung, was nach Venedig passiert ist. Später vielleicht. Erstmal, ich bin seit gestern hier. In dem Gebäude sind mehrere Personen. Vielleicht ein halbes Dutzend oder mehr. Bin mir nicht ganz sicher. Okay. So viele sollten eigentlich... Wie war das noch mit Falle? Gule? Okay. Ich weiß, dass die Nachbarwohnung daneben gegenüber
Bruce? Daneben ist die von daneben. Bruce. Die Nachbarwohnung müsste eigentlich leer sein. Die gehört einem Freund von mir. In der Tat. Nur in der einen Ecke da. Haben Sie irgendeine Ahnung, welche Personen das sind? Gestern Oder? Abend konnte ich mehrere Frauen ausmachen. Und dann haben sie angefangen, die Fenster zu verhängen. Also konnte ich nur noch Schemen wahrnehmen. Mehrere Frauen. Interessant. Das klingt tatsächlich ganz nach Christopher. Dann meinte er es mit der Party wohl tatsächlich, dass zwei Frauen zu wenig sind? Oder man braucht ja Zuschauer für den Tanzabend? Das ändert allerdings theoretisch die Situation, oder? Inwiefern? Wenn er die unter Kontrolle hat? Sagen wir mal so, erste oberste Priorität für mich ist, Sandra hier rauszubekommen. Ich würde es natürlich auch bevorzugen, keine Kollateralschäden zu verursachen. Ja. Allerdings, wenn er sie tatsächlich unter seiner Kontrolle hat, kann sein, dass uns nichts anderes übrig bleibt. Ja, und wenn nicht wir für die Kollateralschäden sorgen, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass es Christopher selbst tut. Dann halten wir uns am besten mal mehr als bereit. Sie sind mit so einem komischen Van angekommen vom Krankenhaus. Zumindest ist er aufs Krankenhaus zugelassen. Ja, dann könnten es auch Familienmitglieder von Frank sein, oder? Ich hab den aufgebrochen, hab geschaut, was drin ist. Ziemlich viel. Naja, es wird wohl zum Transport von Utensilien benötigt fürs OP-Besteck, Verbände. Masken. Wie war das, Tobias, mit kannibalistischen Trieben? Ja. Oder Christopher ist davon getrieben, so zu werden wie sein Herr. Oder man braucht das, um Gesichter abzuziehen. Das hätte ich zumindest in anderen Städten schon mal beobachtet, wo ich hier mal nicht stab stellen können. Ich will gar nicht wissen, auf welche Art von Doktorspielchen er mittlerweile steht. Ganz ehrlich, müssen wir das jetzt hier vertiefen? Ja. Also nach allem, was ich hier höre, sollten wir hier keine unnötige Zeit verlieren. Wie war euer Plan? Plan? Naja, der Plan war, dass Sam und sie ihn ausschalten. Das war so der Ursprungsplan. Und falls irgendwas schief geht, schreiten wir beide mit ein. Ich weiß nicht, wie gut er inzwischen im Entdecken ist. Aber ich kann versuchen, mich unbemerkt mit Sam anzuschleichen. Operation Gummibaum. Hm? Hast du ihnen von dem Gummibaum erzählt? Ich habe da was fallen lassen. Dass man ihn vielleicht mit dem Wort Gummibaum aus dem Konzept bringen kann. Er hasst Gummibäume. Hätte ich das früher gewusst, ich habe jetzt Connections zu der Gärtnerei. Ich hätte auch eine Lieferung vorab vorbeischicken können als Partydekoration. Ich habe noch eine in meiner Detektei. Wir fahren jetzt nicht los und holen diesen Gummibaum nach allem, was ihr mir hier über den Typen erzählt. Entschuldigung. Ich denke auch, dass wir dafür keine Zeit haben. Außerdem könnte es ihn auch einfach in Raserei versetzen. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Also die Sache ist... Ich möchte nicht.
Sollen wir jetzt irgendwie mit rein oder bleiben wir bei der ursprünglichen Sache und warten erst mal ab? Wie ist die Absprache? Ihr kennt ihn, glaube ich, besser als wir. Ich hätte jetzt einfach gesagt, ich gehe vor zur Tür, klingel wie vereinbart und versuche erst mal zu sehen, was da drin los ist. Weil sind wir ganz ehrlich, sollte Sandra schon längst tot sein, dann habe ich auch keine Hemmung, diese Bude anzuzünden bei verrammelter Tür. Dann bitte nicht, wenn ich mich in der Nähe befinde. Ich sag vorher Bescheid. Danke. Auf eine Idee. Ich brauche aber definitiv einen Beweis von, wenn er stirbt, dass er tot ist. Du hast eine Idee, Ronan? Wo du gerade das mit dem Anzünden angesprochen hast, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Links, guck da rechts, guck da links, guck da rechts, öffnet seine Tasche, holt eine Seite raus, wo drüber steht Johannes an seiner ganz kleinen Seite. Nimmt das Papier, hört das Feuerzeug dran, zündet die Seite an, schüttelt die und spricht 2-3 lateinische Phrasen. Okay. Was gemutet, Quali? 2 Erfolge, was auch immer uns das jetzt sagt. Plus 2 auf Würfe gegen Rötschreck. Sonst noch irgendwelche Ratschläge? Ist Maika Viana, also es kann nur schlimmer kommen, als du es dir selber ausmalst. Oder ich mag das, wenn du einen so ermutigst. Sie haben es mit einem Typen zu tun, der gerne Menschen isst und mit voller Fahrt mit einem Auto in Casino-Eingänge fährt. Wir sind in Amerika. Aber irgendwas scheint dir ja, der scheint auch einen Narren an dir gefressen zu haben. Also ja, danke. Vielleicht kannst du das irgendwie nutzen. Ich werde sehen. Inwiefern? Der Meister-Manipulator rechnet im Regelfall nicht damit, manipuliert zu werden. Das meine ich nicht. Inwiefern hat er einen Narren gefressen an ihr? Naja, er hat sie speziell eingeladen. Und die Familie, wo er sich teilzugehörig gefühlt hat, die Grahams hatten ursprünglich einen Stalker auf sie angesetzt und Alistair Webb scheint auch einen Narren an Sam gefressen zu haben. Was ist so besonders an dir? Ich bin wohl auf eine gewisse Art und Weise ein Kind dieser Stadt. Gut, also, ich denke, wir haben was zu besprechen, wenn das alles vorbei ist. Ja. Wenn, ja, ja. Kann einer von euch beiden klettern? Schaut so zu Ronan und Tobias. Bitte, du kennst mich. Deswegen sagte ich beide. Schaut jetzt nur noch Ronan an. Ich bin schon mal irgendwo hochgeklettert, ja. Ich bin Ire. Wir müssen immer irgendwo hochsteigen. Tobias nimmt die Rückseite, Sam und ich die Vorderseite
Und du oben das Dach. Da ist eine Dachluke. Da kommst du bestimmt rein. Gut. Iren können doch Schlösser knacken, oder? So, Dachluken-Schlösser. Er ist Detektiv. Ich glaube, das ist in dem Fall unabhängig von Ire. Er kann Schlösser aufmachen, wenn er möchte. Da kreppt er mal so ein bisschen den Ärmel hoch mit den ganzen Tattoos. Du siehst irgendwie unter der Kapuze so ein ganz breites Grinsen mit so ganz ekligen, schiefen, spitzen Zähnen drin. Und wenn ich stillstehe, sieht man mich nicht. Ist auch toll. Den Trick musst du mir mal beibringen. Muss vielleicht Katholik für sein. Also? Das ist mir nicht wert. Ich habe eine Einladung zu einer Party. Ich sollte meinen Gastgeber nicht länger warten lassen, oder? Auf geht's. Groß Fest. Sam geht vor und vor euren Augen verschwindet Tom im Nichts. Ihr Wachen bringen die Dinger mich doch nochmal um. So. Na dann. Und Tobias an der Seite platziert. Wie postierst du dich da? Da sind, wie gesagt, zwei Fenster. Die zu der Straßenseite rausziehen. Sind die Fenster auch zugezogen? Die sind von innen mit irgendwas zugedeckt. Mit Decken wahrscheinlich. Da Plastiktüten oder irgendwas. Dicken Plastiktüten. Irgendwas, was blickdicht auf jeden Fall ist. Man kann dahinter Schemen wahrnehmen. Also dahinter ist wohl Licht. Man kann halt auch so dann dahinter irgendwie so Bewegungen wahrnehmen durch das so Schatten. Gehen die Fenster irgendwie zur Straße dann raus? Oder das sind halt so Schiebefenster, die kannst du nach oben machen. Okay, dann ich sag mal, wenn die Fenster jetzt an der Straße gelegen sind, würde ich mich auf die andere Straßenseite dann postieren, sodass ich die Fenster gut im Blick habe, aber selbst noch irgendwie im Schatten von einem Gebäude oder sowas stehe. Ja, kannst dich hinter dem, keine Ahnung, hinter der großen Mülltonne von gegenüber, kannst du dich verstecken, hoffen, dass da gerade keiner irgendwie nachts nochmal rauskommt, um irgendwas in den Müll zu schmeißen. Guck. Was machen Sie denn an meiner Mülltonne? Ich habe hier meinen Snickers verloren. Ist mir gern vor ein paar Jahren in Las Vegas. Ja. So, Ronan klettert die Wand hoch. Das ist natürlich nicht dafür da, dass, also die Wand ist da nicht dafür da, dass man da dann hochklettert. Deswegen würde ich mal eine Probe verlangen. Auf Dexterity und Athletics. Genau, ja. Gut. Weißt du? Easy. Wie ein irisches Äffchen. Ja, das er wahrscheinlich auch ist. Ja. Ah, ich kann es doch noch. Wie gesagt, oben gibt es zwei Dachluken, zu jeder Straßenseite eine. Mhm. Dann kannst du nochmal Larceny und Dexterity machen. Yep. Um die aufzubrechen. Ich habe auch eine Spezialisierung auf Lockpicking. Also für den ja, dann noch kriegst du ein bisschen mehr. Macht aber, glaube ich, so nicht mit der Spezialisierung. Ja, würfel einfach mal so, gucken wir mal. Und wenn das nicht reicht, kannst du noch einen Würfel nachwürfeln. Jupp. Ja, das reicht auch so schon, siehst du. Klack. Der Dietrich. Klack, klack. Leise ziehst du die Dachluke auf, während unten Sam an der Tür klingelt. Keiner, es wird nicht reagiert. Also es kommt keiner, um aufzumachen. Dann würde ich mal klopfen mit ein bisschen mehr Nachdruck. Dann siehst du, dass die Tür nur also quasi nicht, die war halt in so einem Schnapper-Ding drin. Das heißt, wenn man damit Wucht gegen macht, das geht die automatisch auf. Okay, was sehe ich? Du siehst in ein riesiges Zimmer, also das quasi das gleiche Apartment-Aufbau, wie das bei Brewster schon mal ein paar Mal beschrieben war. Also ein großes Zimmer mit so einer eingebauten Küchenzeile
Und davon geht halt zwei Zimmer ab, ein Bad und ein Schlafzimmer. Und das ganze große Zimmer, womit man quasi direkt drin wäre, das ist zugenebelt quasi. Also da ist ganz irgendwas Rauch oder sowas drin. Kommt auch dieser Rauch halt entgegen. Der riecht auch nach so Nebelmaschinenzeug. Und du siehst ganz viel so Stroboskoplichter und so Zeug, was irgendwie so irgendwie alle möglichen Lichtspiele, die da irgendwo aufgehängt sind, eine Lichterkette. Und in dem Nebel halt ein paar Schemen, die da irgendwie am großen Tisch, an so einem großen Tisch sitzen. Hallo? Keine Antwort. Na, großartig. Sandra? Ich würde die Tür jetzt also auch weiter aufmachen und auch vor allem gucken, dass sie offen stehen bleibt, dass sich dieser Nebel ein bisschen rauszieht. Ja. Genau. Ja, die vampirischen Sinne von Sam schlagen in dem Moment auf jeden Fall auch an, wenn der Nebel sich so ein bisschen verzieht. Nimmst du deutlich Blutgeruch wahr. Schaust dann noch so nach unten und siehst dann, dass du quasi durch Blut läufst. Der ganze Boden ist mit dieser roten Flüssigkeit bedeckt. Man hat an die Wände geschmiert, irgendwelche Okkultisten-Symbole. Das kennt sich Sam jetzt also nicht so gut mit aus. Ein paar davon erkennst du vielleicht aus dem... Sie weiß bloß nicht, was die bedeuten. Ja, ein paar von denen erkennst du vielleicht aus dem Schriebsel von Andrew. Ja, und die sitzen halt insgesamt 6 Personen am Tisch. Die jetzt, wo der Nebel sich ein bisschen verzieht, alle so mit nach hinten geklappten Kopf da sitzen. Auf dem Tisch liegt eine 7. Person mit geöffnetem Brustkorb. Und überall auf dem Tisch und sind so Plastikteller und Plastikbesteck sind halt in Reihen verteilt. Wo ist zu dem Tisch die Türe, die abgeht? Quasi hinter dem Tisch geht die Tür in das Schlafzimmer rüber. Die ist auch offen. Kannst du irgendwie aber auch in so einen Nebel schauen. Es dauert eine Weile, bis der rausgezogen ist wahrscheinlich. Weil ich würde gern langsam am Tisch entlang gehen und gucken, ob ich das Sandra sehe. Aber vermeiden, dieser Tür den Rücken zuzukehren. Und der anderen Tür auch. Also an der Wand lang. Seitlich so bewegen, dass ich die beiden Türen im Blick habe. Mhm. Ja, wenn du jetzt näher zum Tisch hinläufst, kannst du es ein bisschen genauer sehen. Geht ja auch mehr Nebel jetzt raus. Das sieht übrigens auch Tobias dann irgendwie von draußen, dass dann irgendwie so Nebel rauszieht. Kannst du sehen, dass alle Personen, die am Tisch sitzen und mit diesem zurück, haben alle irgendwie sowas im Mund, irgendwie ein Stück Leber oder irgendwelche Sachen. Aber halt so viel, dass sie halt den Mund nicht mehr auf oder zukriegen. Und sie haben alle abgezogene Gesichter. Von der Statur her irgendwer, der Sandra zuordnenbar wäre oder Kleidung oder. Es sind alles Frauen, sie tragen alle ein rotes Kleid, sind alle ungefähr gleich groß, gleiche Haarfarbe. Fuck. Gut, dann würde ich gerne ins Schlafzimmer gucken. Im Schlafzimmer scheint leer. Der Schrank ist aufgerissen. Alle möglichen Klamotten liegen quer verstreut auf dem Boden, auf dem Bett. Dann würde ich den Weg ins Bad weiter fortsetzen. Ja, im Bad sind die Spiegel zerschlagen. Und die Badewanne, so eine Badewanne-Dusche-Kombo, ist mit Blut gefüllt. Dann könntet ihr jetzt wahrscheinlich ein lautes Fuck aus der Wohnung hören. Und dann wird es dann wieder an die Tür kommen.
Bias hört dann lautes Fuck aus dem. Und irgendwann erscheint Sam wieder in. Ja gut, du bist auf der anderen Straßenseite, das heißt, du siehst du nicht, wenn sie in der Tür erscheint, erst wenn sie auf die Straße tritt. Dann werde ich mich mal so aus meinem Heuchtposten erheben, zu ihr rüberschauen. Ich komme rüber. Sam, wenn Sam sich wieder umdreht, haben alle 6 Personen am Tisch den Kopf auf einmal aufgerichtet und spucken jetzt alle gleichzeitig dieses Zeugs aus. Flucht nochmal! Willst du schon gehen? Alle sprechen gleichzeitig. Nein, ich habe nur gedacht, ich hole noch mal Freunde zu der Party. Wir mögen keine Freunde. Ich schon? Wir aber nicht. Lass sie draußen. Höre ich das draußen von meiner Position aus, wenn ich so halb auf dem Weg schon bin? Ja, du hast halt irgendwie mehrere Stimmen gleichzeitig reden. Ich halte so inne, schaue zum Haus rüber, schaut Sam, heb eine Augenbraue. Ronan kann oben, wenn er eingebrochen ist, irgendwie befindest du dich auf einem Dachboden, der relativ leer ist. Da sind ein paar Umzugskisten, aber sonst ist der relativ leer. Und du siehst halt die Dachluke, die geschlossen ist. Und du hörst von unten halt Sam erstmal laut fluchen. Und dann hörst du mehrere Stimmen gleichzeitig sprechen. Ja, wir mögen keine Freunde. Lass sie draußen. Du hast ja auch noch. Und hier oben riecht es definitiv, weil Ronan ja auch mal Auspex anhat. Es riecht penetrant nach Blut. Richtig, also muss ich schon hart zusammenreißen. Was ich habe hier bei Sam nicht gemacht, weil die halt andere Probleme hat gerade. Anders sich konzentriert. Aber wenn Tobias jetzt auch Richtung Tür läuft, auch bei ihm wäre es jetzt so, dass du dich arg zurückhalten musst, um nicht irgendwie ein bisschen die Blickrichtung zu verlieren. Du hast doch auch noch Freunde zur Party geholt. Ja, komm meine raus Freunde. Und zeig dich, du miese Ratte. So, ich sitze, wir sind doch hier. Sind wir dir nicht gut genug? Ich will nicht mit euch sprechen, ich will mit Christopher Black sprechen. Alle gleichzeitig stehen auf. Alle heben gleichzeitig die Hand. Anwesend. Ich habe Freunde von dir da. Ich habe auch Freunde von dir da. Ich weiß. Wie ich schon sagte, wir mögen keine Freunde. Wenn du Freunde von mir auf der Party hast, finde ich es nur fair, wenn ich Freunde von dir mit zur Party bringe. Vor allem nach der Sauerei, die du hier veranstaltet hast. Wir haben nur ein bisschen Innenarchitekt gespielt. Und lecker gegessen. Jetzt komm rein, mach die Tür hinter dir zu und lass deine Freunde draußen und wir unterhalten uns. Dann erzählst du mir, warum du meinem Meister so wichtig bist. Würde ich nochmal zu Tobias gucken. Reingehen und die Tür hinter mir zumachen, aber sie nicht einklinken lassen. Ja, das ist also das Häkchen so hoch, wie es vorher auch war, dass er irgendwie reingehen kann, ja. Was macht Ronan oben? Möglichst kein Geräusch. Okay. Also schleichen.
irgendwo versuchen, ob ich halt nach unten sehen kann. Also, dann müsstest du halt die Luke aufmachen. Die geht nach unten auf. Siehst halt irgendwie, oben drauf ist so eine Leiter montiert. Ja. Die ist auch relativ gut geölt, das heißt, wenn du ein bisschen gegendrückst und kannst du durch so einen Spalt runter durchgucken, du siehst Sam und du siehst aber nicht, mit wem sie redet. Du hörst es nur, dass das mehrere Gestalten sind. Nebel kommt auch ein bisschen oben durch die Lützen und zieht nach oben weg. Was will er von dir? Tja, wenn ich das so genau wüsste. Ich habe keine Ahnung. Oder ja, inzwischen habe ich so eine leichte Ahnung, warum er so einen Narren an mir gefressen hat. Aber ich habe damit nichts zu tun und ich habe mir das nicht ausgesucht. Und wieso verpisst ihr euch nicht einfach wieder von hier? Man kann die Stadt nicht verlassen. Ja, ich habe mir sagen lassen, wenn gewisse Dinge passieren, kann man die Stadt verlassen. Welche Dinge? Wenn Türen geöffnet werden. Ja, aber dafür fehlt der Schlüssel. Tja. Vielleicht ist der Schlüssel schon auf dem Weg zur Türe? Das wäre gut. Ist Sandra eine von diesen Frauen hier? Sandra ist eine von uns. Oder wir sind eine von Sandra, das ist schwer zu sagen. Sind wir nicht alle ein bisschen Sandra? Was hast du mit ihr gemacht? Wir hatten Spaß. Etwas, wenn ich dein Gesicht anschaue, hattest du lange keinen Spaß mehr. Vielleicht brauchst du mal wieder was Spaß. Halt die Klappe. Du hast doch keine Ahnung. Ich habe ganz viel Ahnung, was Spaß ist. Ich glaube, unsere Ansichten von Spaß gehen auseinander. Das ist das Problem. Ich würde gerne mal eine von den Frauen, also entlanglaufen, bei einer von den Frauen die Hand auf die Schulter legen und gucken, ob die... Ich weiß, es klingt seltsam, aber gucken, ob die noch lebt, ob die noch Puls hat oder... Körperwärme und so, ja. Ja. Ja, die sind alle warm. Haben alle Körperwärme. Puls auch noch oder sind sie nur warm? Ja, Puls müsstest du halt länger fühlen, ne? Irgendwo ja, hier, so, ich, aber... Sanitäterin. Wenn ich die Hand auf die Schulter lege, kann ich schon meine Finger so platzieren, dass ich im Hals einen Puls spüre oder nicht. Ja, aber Puls. Wobei das jetzt auch nicht schwer zu kaschieren ist. Das kannst du ja auch Puls anschmeißen, wenn du es drauf anlegst.
Ja, wir haben sehr unterschiedliche Ansichten von Spaß. Aber ich würde gern mit dir direkt reden. Musst du doch. Na, ich habe nicht so wirklich das Gefühl. Wo versteckst du dich? Bin da. Die eine Gestalt, wo du gerade dran stehst, dreht sich dann zu dir rum, nimmt so deine Hand, reichelt da so drüber. Ich würde die Hand ganz schnell wieder zurückziehen. Lass das. Lass das, ich hasse das. Ich mag es nicht, wenn mir jemand sagt, was ich machen oder was ich machen und was ich lassen soll. Oh, das tut mir ja leid für dich. Hat dein Meister dir das nicht auch gesagt, was du lassen so tun sollst und lassen sollst? Nein. Hätte er vielleicht mal machen sollen. Ein Meister ist nicht einer von denen, die Leuten Vorschriften machen. Ich glaube, es wäre bei dir aber angebracht gewesen. Ich glaube nicht. So geht man nicht mit Damen um. Und man verfingert auch keine Er sagt Damen, die das das. nicht wollen. Ich sag das. Das heißt, man geht nicht mit dir so um. Und nicht mit meinen Freunden. Ich glaube, das war ganz nett. Wie gesagt, wir hatten Spaß. Welche von ihnen ist Sandra? Wir sind alle ein bisschen Sandra. Willst du auch ein bisschen Sandra werden? Es geht ganz einfach. Nein, ganz sicher nicht. Na, dann kann ich dir was zu essen anbieten, wenigstens. Nein, danke. Du bist langweilig. Was er wohl macht, wenn ich dich aus dem Leben nehme? Würde schon immer Frage mal über einen Frage. Sheriff töten. Weißt du, nach allem, was ich gehört habe, ist das hier, glaube ich. Ich weiß nicht, das Amt des Sheriffs hier in dieser Stadt ist, glaube ich, nicht so besonders gewichtig. Hier in dieser Stadt ist alles anders. Ja, hier ist alles so viel schöner als anderswo. Dann hättest du schon viel früher kommen müssen. Oh, das wünschte ich auch. Aber weißt du, Zeit ist relativ. Ja, und Vielleicht deshalb. bin ich auch schon viel länger hier, als ich sollte. Weißt du was? Ich finde es langweilig, mich nur mit dir zu unterhalten. Ich hole deine Freunde mit dazu. Ich finde es immer schön, wenn sich Freunde nach langer Zeit wiedersehen. Kommt ihr? Bias hört ein, kommt ihr, Ronan auch. Ja, es setzt mich dann in Bewegung. Habe ja gesehen, dass sie die Tür nur angelehnt hat. Na gut, haben wir eine größere Party. Aber was wollen denn deine Freunde machen? Oh. Wer hätte das denn gedacht? Van Horn. Christopher, alter Freund, lange ist es her, nicht wahr? Du hier. Scheint Wusste, ganz weiß nett. der Sheriff, dass wir blutsgebunden sind? Einzelheiten. Wichtige Einzelheiten, Tobias. Du vergisst sie immer wieder. War schon immer ein Schöne wenig zu Freunde hast du, stolz. Sam.
Na, habt ihr euch nicht mehr zu sagen? Na, wie ist es dir denn so seit Venedig ergangen? Gut, ich hab Spaß, wie man sieht. Immer noch auf der Suche nach Papa, wie ich sehe. Mhm. Und mit ihr finde ich ihn. Tja. Immer wieder faszinierend, wie so die Fäden zusammenlaufen. Niemand kann mich aufhalten. Auch du nicht, Tobias. Das weißt du. Ach, das Aufhalten von Leuten war irgendwie noch nie so meine Stärke. Auch das weiß ich. Hastest du überhaupt mal eine Stärke? Ich war ganz gut im Vernichten von Schokoriegeln. Es ist eine kleine Stärke, aber ich konnte sie zumindest drin behalten. Eine Weile. Ich war schon immer da gut darin, Unruhe zu stiften. Ja, das warst du. Und weißt du was? Ja. Niemand konnte mir Einhalt gebieten. Nicht mal der wichtige große Prinz von Las Vegas. Nicht mal die Hekata aus Venedig. Ich habe mir sagen lassen, dass sie ein Problem mit Topfpflanzen haben, so Gummibäume und so. Einmal Wits und Awareness von Sam. Drei Erfolge. Mhm. Möchtest du noch zwei nachwürfeln oder willst du es dabei belassen? Ach komm, machen wir doch. Das war Willpower Reroll ist das, oder? Mhm. Ja, noch einer mehr. Noch sehr einer schön. Zusätzlich. Siehst du einer Gestalt, nämlich die, die ja, quasi direkt neben dir steht, wo du da direkt dran stehst, sondern die eine daneben steht. Kurz die Gesichtszüge können dir nicht verschwimmen, weil die haben ja kein Gesicht gerade, aber kurz so. Aber dann ist es sofort wieder weg. Und alle anderen machen das anscheinend nicht. Dann würde ich meine Hand nochmal auf die Gestalt legen. Also wieder so freundschaftlich auf die Schulter von hinten. Oh. Was war denn das? Haben Sie ein Problem damit? Wir haben kein Vielleicht Problem. Wirklich nicht? Ja, dann ist ja nicht schlimm, wenn gleich Gummibäume angeliefert werden, nicht wahr? Jetzt merkst du ein Zittern, was durch die Gestalt geht. Tod dem Gummibaum kommt nur aus dieser einen Gestalt und die greift nach deinem Arm. Mach mal einen Brawl und Dexterity. Ja, ich habe ja so wunderviel viel Brawl. Aber sowas war nicht geschafft. Dann packt dich die Gestalt irgendwie und reißt dich rum. Zieht irgendwie in einer fließenden Bewegung halt einen Skalpell irgendwie aus der Tasche und hält es dir quasi so irgendwie an den Hals. Habe ich jetzt eine Schusslinie? Du könntest Sam treffen jetzt, wo du. Ne? Also die anderen Gestalten sacken jetzt in sich zusammen. Aber könnte ich den Arm anvisieren? Ich denke, für eine vernünftige Schusslinie müsstest du, glaube ich, erstmal runterkommen. Okay. Wie es bei mir ist, hätte ich eine Schusslinie. Ja, aber wie gesagt, der steckt hinter Sam, ne? Also, ist okay. Ehrlich. Also, gut positionierter Bursche.
Plopp. Da fallen die Iren. Die Iren, ich würde mal versuchen, auch wenn es die falsche Hand ist, trotzdem nach meiner Pistole zu tasten. Mhm. Ja. Da schaffst du auch den aus dem Gebälk. Tod dem Gummibaum. Schon immer ein bisschen empfindlich, Christopher. Ich hätte was Grünes anziehen sollen. Hast du es dir verraten? Manche Details habe ich vielleicht verschwiegen, manche habe ich vielleicht... Verräter! Elender Verräter! Wenn ich die Pistole zu fassen kriege, es ist zwar die falsche Hand, aber ich würde sie einfach direkt irgendwo aufsetzen, Bein oder sonst wo, es ist mir egal, irgendwo bei dieser Gestalt direkt aufsetzen, dann funktioniert das auch mit der linken Hand und abdrücken. Ja, Christopher wird sich dagegen nicht wehren groß, das heißt, du kannst mal Dexterity und Firearms machen. Mhm. Yep. Zwei Erfolge. Zwei Erfolge plus die drei, die du dann Schaden machst, sind fünf halbiert, sind das 2,5 real gerundet, drei Schaden. Er jault auf. Also die Gestalt jault auf. Und sollte er mich loslassen, dann versuche ich wieder aus seiner Reichweite zu kommen. Ja, lässt dich definitiv los. Ist Ronin runtergeklettert jetzt? Ja, deswegen meine ich ja die Iren alle aus dem Gebälk. Okay, ja, dann sieht jetzt, also Tobias und Sam stehen ja quasi irgendwie jetzt genau davor. Tobias kannst du vielleicht aus dem Augenwinkel irgendwie wahrnehmen. Samantha ist gerade mit Schießen und irgendwie Landgewinn beschäftigt. Ronan sieht das am besten, dass jetzt eine Gestalt wieder aufsteht von den Gestalten, die gerade wieder hingefallen sind. Und dann Richtung dieser Christopher-Gestalt irgendwie ruft, wenn du ihr auch nur ein Haar krümmst. Und dann mein Bein! Blöde Kuh! In Ermangelung eines F-Worts, was ich hier nicht sagen will. Was soll denn passieren, wenn ich ihr ein Haar krümme? Oder zwei oder drei? Ihre Haare sind eigentlich ganz schön. Ich könnte sie mitnehmen. Kommst du dann raus aus deinem Versteck? Komm raus. Habt ihr ihn schon freigelassen? Ist er schon hier? Ronan will schießen. Mhm. Ja. Dexterity Firearms. Das hat jetzt lang genug gedauert. In dem Moment, wo ich einen Schuss höre, würde ich einen Feuerball werfen. Okay. Oh, zwei Erfolge. Plus vier, ja, sind wieder drei Schaden. Und Tobias schmeißt seinen Feuerball. So viel mal. Sagen wir, wie viele Erfolge? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Wie funktionierte das mit den kritischen Erfolgen? Zwei Zehner sind Crit, das heißt, du verdoppelst die Erfolge. Negieren die Einsen Erfolge oder war das nicht mehr? Nein. Okay, dann habe ich zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Hast du dann genug Schaden, dass er erstmal Feuer fängt und irgendwie jetzt als Fackel irgendwie schreiend aufsteht und also versucht aufzustehen, weil das Bein ist ja zerschossen von Sam. So die Kniescheibe quasi weggesprengt, da ist es schwer aufzustehen, auch als Vampir. Und quasi jetzt Feuer fängt, die Kleidung hat das Kleid hat Feuer gefangen. Der Schuss von Ronan hat einen, du hast wahrscheinlich auf den Kopf gezielt oder so, ne? Oder wo hast du hingezielt? In den Oberkörper. Ja, und der eine große Schusswunde hinterlassen. Der steht aber noch auf und rennt dann auf Sam zu mit erhobenem Skalpell und brennend halt. Das heißt, Sam braucht jetzt erstmal einen Rötschreck.
Bei Tobias und Ronan ist das, glaube ich, echt nicht so schlimm. Mal kurz sagen, wie man das würfelt hier auf dem Charakter. Ist das Frenzy Check? Ja. Irgendwelche Modifier? Nein. Brauchst, Moment. Brauchst, sag ich mal, zwei Erfolge. Hi. Ohne Probleme, mit sogar einem Crit dabei. Müssten das nicht eigentlich dann 5 sein? Ja, ne? Reichlich. Sagen wir so einfach so, es reicht. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es bei Frenzy geht es. Crittet man nicht, keine Ahnung. Gut. Ja. Sam hat sich im Griff, obwohl das Tier sich irgendwie so einen Fluchtinstinkt entwickelt automatisch. Ja, und in dem Moment, als diese Christopher-Gestalt versucht, auf Sam zuzustürzen und auf sie einzustechen, seht ihr, dass sie hinkt ja auch, ne, und ist halt mit dem gesunden Bein abgesprungen quasi, so halb so im auf sie draufstürzen, gegen irgendeine für euch unsichtbare Wand prallt quasi und so ein bisschen aus dem, also als wäre irgendwas gegen irgendeine unsichtbare Wand gesprungen wäre oder so ein Hindernis, kommt halt aus dem Tritt und stecht deswegen daneben und in dem Moment könnt ihr halt Tom sehen, der halt so vor ihm gekauert hat und halt dementsprechend ihm im Weg gestanden hat und sich jetzt irgendwie aufrichtet. Dann sieht Sam in das brennende Gesicht. Und die andere Gestalt, die eben schon mal gesprochen hat, ist: Es ist nicht wert. Beende es. Gut, dann würde ich die Pistole wegstecken und die Machete ziehen, genau. Und dann versuchen das brennende Gesicht schaut zu dem anderen hin und her. Aber Sandra, wir hatten so viel Spaß. Wir hatten uns beide. Es kann nicht vorbei sein. Nein, nein, nicht so, nicht so. Und schaut wieder zurück zu Sam. Auf der hinter ihm hat Tom sich aufgebaut und hält ihn jetzt irgendwie fest, weil er schon wieder voll Anstalten macht, auf mich zuzustürzen. Dann würde ich versuchen, ihm den Kopf von den Schultern zu schlagen. Ja, mal Dexterity und Melee. Melee. 4 ja. Erfolge, oh ja, definitiv. Ja, beschreibt, wie der brennende Kopf vom Körper getrennt wird. Ohne, dass Tom verletzt wird, hoffentlich. Ich denke mal, Tom ist ja Nosferatu, ist ja meistens schlau. Der sieht dann schon die Machete im Bogen ankommen und zieht wahrscheinlich dann auch mit dem Kennst Kopf rein. Kennst du Wanze? Wanze ist, glaube ich, so diese unrühmliche Ausnahme für den Clan. Ja, und dann würde der Kopf halt. Ja, in Sekundenbruchteilen fasst das Feuer noch mal mehr auf den Körper über und es bleibt ein Aschehaufen über. Alle von diesen anderen Sandras sacken alle in sich zusammen, bis auf die eine, die sich ganz normal wieder hinsetzt, die Beine übereinander schlägt und sagt, du warst schon immer eine Enttäuschung. Und dann auch in sich zusammensackt. Da würde ich jetzt nochmal nachgucken, ob diese Gestalt tatsächlich tot ist. Also, der Aschehaufen oder die in sich zusammengesackten? Die gerade. Die leben alle noch. Scheiße.
haben halt das Gesicht abgezogen und freie Haut, also darunter, freies Fleisch darunter. Das ist halt auf Dauer vielleicht nicht so gesund. Scheiße, scheiße, scheiße. Sandra? Keine Reaktion von allen. Hat Sandra vielleicht irgendwo ein Merkmal, woran Sam sie erkennen könnte, wenn man genauer hinschaut, irgendwo? Eine Tattoo oder sowas? Mit Sicherheit. Wird sich da mit Sicherheit finden. Dann wirst du danach wohl suchen und sie dann identifizieren können anhand dessen. Wacher Puls, aber da. Hat einer von euch ein Telefon? Wegwerf-Handy. Was willst du mit dem Telefon? Rettungswagen rufen? Vom Krankenhaus, wo der das Sagen hatte? Also zeigt auf den Aschehaufen. Es gibt hier kein anderes Krankenhaus. Was soll man sonst tun? Blut. Vielleicht, wenn du ihr ausreichend Blut gibst, kann sie das heilen. Vielleicht. Das wird sie definitiv heilen, aber das wird auch ein paar Nebenwirkungen haben. Aber so kannst du sie retten. Aber was ist mit den anderen? Tja. Vier. Eins, zwei, drei. Eine muss sterben. Ich kann das nicht entscheiden. Du musst dich dann entscheide machen. Ich oder willst du dabei ist? Ja, lasse dir den Vortritt. Tritt dann einer ran, dreht den Kopf, also den Nacken weg und es macht Knack. Ja. Da hat Sam ganz, ganz üble Déjà-vus. Mhm. Ein Jammer. Gut, dann schnappt sich jetzt Beda eine Lady. Wir müssen Sandra mitnehmen. Ja. Tom schaut so zu Sam rüber. Es ist wie eine Droge. Ich weiß. Aber man kann auch einen Entzug machen. Sagt Tobias und mich. Weißt du, ich hatte darüber eh schon nachgedacht. Ich wollte eigentlich aber nicht, dass es so passiert. Das ist alles scheiße. Aber es ist nicht endgültig. Deswegen mach, was du tun musst, um sie zu retten. Er beißt dann in seine Hand und gibt irgendwie einer von denen dann sein Blut. Ja, Tobias wird es ihm danach tun. Ja, würde ich auch. Das Schöne ist, dass die von Ronan trinkt, vermutlich Glück hat, weil das mit dem Ghoul-Binden nicht so richtig funktioniert. Ja. Dann könnt ihr euch da beide, also alle nochmal zwei Hunger mehr machen, weil das habt ihr gerade gut Blut dann gelassen. Perfekte Stimmung. So, ich würde sagen, Sandra nehmen wir mit, die anderen schaffen wir in die Wohnung von Bruce rüber. Wenn ich mir da alles hier ansehe, das sind alles, das muss weg. Die müssen wir eigentlich mitnehmen. Wird ganz schön kuschelig in einem Dodge. Schaffen die Frauen hier raus, kommen wieder und brennen den ganzen Block hier ab.
Das klingt doch nach einem Plan. Ich dachte mir, dass dir das gefällt. Dann geht die Frauen ins Auto, ich habe noch was anderes zu tun. Dauert nicht lang. Alles klar. Und dann würde ich die Tür zu Bruce' Wohnung nämlich aufbrechen. Und Chet und Boogie rausholen. Und die Tiere rauslassen. Ja, Boogie läuft von sich aus raus, aber Chet musste tragen. Chet wird sicher ganz begeistert sein mit dem Kaniten. Das Bongo wird ist so, gerade nicht da, hast du Glück. So, diese fauchende Katze so mit weit ausgestrecktem Arm und dann irgendwo, geh! Kannst du einfach wegwerfen. Eine Katze landet jetzt immer auf ihren vier Pfoten, kommt drauf an, wie gut man wirft. Kommt auf die Fallhöhe an. Die Fallhöhe ist entscheidend, ob sie es schafft zu drehen. Ja, in dem Augenblick ist Bruce gerade unterwegs in der Wüste und sieht, dass Anna so kurz so zusammenzuckt so. Und dann einen finsteren Blick kriegt und in deine Richtung schaut. Was ist los? Jemand greift Chet an. Dann sollen wir uns beeilen. Zu unserer Wohnung? Wie gesagt, ich hatte noch was zu erledigen. Ich wollte sowieso noch ein paar Leute abholen. Dann los. Ja. Anna wird ungleich schneller sein als ich. Ich denke, ihr braucht ein bisschen. Wo bringt ihr die Frauen hin? In den Club? Oder irgendein Motelzimmer? Oder ins Bürogebäude, ins alte. Sandra würde ich tatsächlich wirklich bei uns lassen. Also Sandra würde ich gerne im, wenn es gefesselt und geknebelt im Kofferraum ist, aber Sandra kommt nicht mehr von mir weg. Aber die anderen würde ich im alten Bürogebäude. Es würde auch nicht schaden, wenn du trotzdem den Verband anlegst. Ja, ich meine, den Krankentransporter, diesen Utensilientransporter mit den ganzen Verbandsmaterialien habt ihr ja da. Mhm. Man könnte euch ohne Probleme auch so an Desinfektionsmittel und Verbänden und sowas bedienen. Vielleicht auch sogar noch normale Blutkonserven. Wobei davon sind nur noch zwei da. Müsst ihr wissen, entweder nehmt ihr die selber oder gibt sie den Frauen. Boah, ja, die Frauen. Also Ronan würde darauf verzichten. Dann macht Ronan mal ein Humanity Roll. Ein Humanity Roll, okay. Und Sam auch. Tobias relativ auch, aber ich glaube, bei Tobias hat es keine großen Auswirkungen. Jetzt hat er eh keinen Charakterbogen. Zumindest nicht hier im Roll 20. Und du kannst am Tisch einwürfeln, wenn du mal Bock hast. 4. 3. Dann kriegt ihr alle einen Punkt Humanity wieder. Oh. Wir kriegen ein. Oh! Ich hätte auch 3. Auch wenn es nicht. Kriegst du auch einen Punkt Humanity wieder. Yeah. Gruß, altes Haus. Humanity 8. Golconda, ich komme. Gut. Ja, nee, ich würde wirklich sagen, wir bringen sie ins Bürogebäude, weil das ist so ein. Und dann versorgt er die da, kehrt zurück, genau. Zündet das Haus ein und das ist dann der Punkt, wo Anna und Bruce dann auftauchen, als euer Apartmentkomplex da in. Wobei ich, Flammen also bevor das in Flammen gesetzt wird, würde Ronan dann auch wieder dafür sorgen, dass man sie nicht anhand der Zähne identifizieren kann. Stain. Ja. Aber, wie gewonnen, so, vielleicht zerronnen. Aber ist halt einfach besser, weil auch an der verbrannten Leiche die Zähne bleiben meistens übrig. Ja, ja. Es sei denn, Tobias kann das auf 2000 Grad das Feuer hochheizen. Naja, aber warum denn? Ich meine, dann war es eben ein Verbrechen. Stimmt auch wieder. Ja, stimmt. Ich meine, es ist ja, Bruce ist, ja, sobald stimmt, die Tür auf ist, sowieso weg. Also das muss Bruce als Nachbarn sie ist ja nicht blutleer, also stimmt alles. Ja, nee. Dann lassen wir es.
Dann lassen wir es. Gut. Okay, ja, dann kommt Bruce halt in dem Moment um die Ecke, wo das Apartmenthaus halt irgendwie abfackelt. Du siehst halt deine eigene Wohnung in großen Flammen aufgehen. Ja, die Wohnung kümmert mich jetzt tatsächlich nicht so sehr. Ich würde mich eher umgucken, ob ich da eine Katze sehe. Na, erstmal nicht. Aber du siehst irgendwo an der Straßenecke wahrscheinlich noch Ronan, Tobias und Sam. Hm. Ich gehe mal auf die zu. Ich sehe, ihr wart erfolgreich. Anna ist übrigens weggelaufen, als sie das große Feuer gesehen hat. Ah. Ja. Ich hole sie gleich wieder. In gewisser Weise ja. In gewisser Weise ja. Ich hoffe, ihr habt meine Katzen rausgelassen. Bruce. Für wen hältst du uns? Dann ist gut. Ich meine, diese, also eure eigene Katze. Ist nicht meine Katze, gehört Anna. Also, ja. Kratzspuren am Unterarm. Genau. Sie fand das nicht lustig, aber ich habe sie rausgeschleppt. Noch, das ist normal. Die andere ist von alleine gegangen. Dann ist gut. Der wird mich finden. Gut. War eine verfluchte Geisterbahn, Bruce. Ich. Ein Schlachtfest. Auch nicht mehr Details. Wir gehen jetzt zum nächsten. Vielleicht. Ja, ich bin gerade in der richtigen Stimmung. Dann ist gut. Die Stimmung werden wir brauchen. Ich bin echt unglaublich tierisch angefressen. Habt ihr ein Auto da? Es bleibt immer beim Dodge. Wieso? Dieser Transporter, den kann man doch auch kurz schließen, oder? Das kriegen wir. Es wird sonst echt ein bisschen sehr voll im Dodge. Könnt ihr definitiv benutzen. Jetzt ist die Frage, wir hatten jetzt nur noch 20 Minuten Spielzeit. Wollen wir an der Stelle dann einen Cut machen und die Konfrontation mit den Tremere beim nächsten Mal machen? Ich denke, das passt auch, ja. Weil das jetzt in 20 Minuten durchzuraschen, finde ich jetzt auch ein bisschen dann doof. Kann man es ja also beim nächsten Mal exakt halbieren. Die erste Hälfte wird dann das mit den Tremere, die zweite Hälfte der Abyss. Ja, ich denke, das wird auch ganz gut passen. Ja. Von daher machen wir dann heute ein bisschen früher Schluss, als das eigentlich gewohnt ist. Ja. Und das große Bonfire mit unseren vier Vampiren davor ist eine schöne Schlussszene, wo die Kamera dann ins Off gleitet und sie erstmal alleine lässt. Ja, und wir bedanken uns wie immer bei euch da draußen fürs Zuschauen und fürs tolle Kommentieren und so. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Retsch, Feramin, Rerion und Kaku fürs Mitspielen. Top-Runde. Ja, Dankeschön. Hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, finde ich. Ich hoffe euch auch, obwohl der Bruce heute nicht so viel zu tun hat. Das kommt ja noch. Also ich. Obwohl, du hast wichtige Infos gekriegt heute. Mhm. Ja. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wenn alles klappt, dann spielen wir in 2 Wochen weiter und schauen dann an, was dann in dem Bunker passiert und im Abyss, wenn wir dann soweit kommen. Ich habe Leuten hören, dass dann auch ein gewisser Meister auch vielleicht uns eine Aufwartung machen möchte. Nicht nur im Chat, sondern vielleicht auch mit Bild und Ton. Bin gespannt. Der muss sich nämlich noch vorbereiten, habe ich gehört. Ob er das dann auch ganz penibel macht. Kann ja nicht jeder so Poplar Hop spielen wie der Retsch. Der Retsch kann das alles improvisieren hier.
Da streut mein Charakter. Wie ist das, Reg, so nach so etlichen Jahren den Charakter wieder mit Leben zu füllen? Es ist ein großartiges Gefühl, muss ich sagen. Anfangs war es so ein bisschen schwer, mich überhaupt wieder so ein bisschen in Tobias reinzufinden, ist ja eine ganze Weile her. Aber es macht doch großen Spaß und man kann schön, mal wieder so die alte Party quasi, zumindest mit Tom und Christopher Feind zu haben, auch wenn wir diesmal unsere Differenzen hatten. Und man kann jetzt festhalten, Tobias hat nicht nur Alistair Webbs Ghoul, sondern auch Alistair Webbs Kind in Brand gesteckt. Ich freue mich auf unser Aufeinandertreffen oder so. Ja, aber alles Weitere besprechen wir dann im Aftershow-Talk gleich. Falls euch sowas interessiert, wenn wir über solche Themen und über Sachen nochmal, über die Runde nochmal quatschen, dann schaut nochmal auf der Patreon-Seite bei mir vorbei, ob das was für euch ist. Gleich im Anschluss könnt ihr dort dann den Aftershow-Talk sehen, sobald er hochgeladen ist. Das dauert bei YouTube manchmal so ein bisschen, aber spätestens morgen früh solltet ihr das dann da auch sehen können. Hier ist nochmal der Link für alle, die interessiert sind. Und wie gesagt, in 2 Wochen hoffentlich, wenn alles klappt, sind wir dann wieder an gleicher Stelle, gleicher Welle unterwegs. Und bis dahin den Segen der Nacht an euch da draußen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt und so toll mitmacht. Danke, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.